Hallihallo, Hallöle. Und herzlich willkommen zu Exos Zocktisch 17. Und ich hoffe auf der einen und vor allen Dingen auch der anderen Art und Weise familienadäquat. Was sind das für elektrische Rhythmen hier? Ja, hab ja gesagt, neue Playlist. Ja, gestern schon gesagt. Und ja, man merkt, es geht doch ein bisschen etwas anders fest in die Richtung. Und ja, hier sehen wir den kleinen Leo mit der Oma Kaiser und die Frau Mama, die ist an der EDV. Da gehen wir mal ganz kurz mal hin. Gehen wir mal hier kurz durch die Tür, da sehen wir sie, an der EDV, wie versprochen. Und da ist ein typischer Generik-Sim. Einer der ersten Generik-Sims überhaupt. Ein Ding, dass wir den auch mal da so sehen. Hallo, Generik-Sim. Den hat jeder auf seine Festplatte, also der zumindest Sims vorspielt. Hä? Gut, lassen wir mal laufen. Ja, und da wird abgetanzt ohne Ende. Passt schon zur Mucke irgendwie so ein bisschen. Ne? Der Junge, der hat echt schon Movements drauf. Ja, und der ist immer noch traurig wie sein Töpfchen, wa? Das kann echt nicht wahr sein. Chaos veranstalten. Ne, ich glaub's doch selber nicht, ne? Pass mal auf. Weißt du, was du machen kannst? Du kannst dich ja mal ein bisschen hier da mit denen hier ein bisschen unterhalten. Umarmen. Und dann kannst du ja mal mit denen sprechen. Ne? Ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Kannst du hier mit den Schneekugeln was machen? Nö, irgendwie nicht. Outfit ändern. Spielen. Spielen ist eine Möglichkeit. Ich kommt der Junge dann nochmal erstmal auf andere Gedanken. Ja, das ist ja ganz schlimm hier. Formen. Turmbauhilfe. Formen. Erfordert Denkfähigkeit Level 2. Ein Turm bauen. Das wäre eine Möglichkeit. Das kann er schon mal machen. Geht denn das hier schon mal? Nee, das geht auch noch nicht. Dafür ist er noch zu jung. Mit Spielzeug spielen. Spielzeug kaufen. Was ist das? Dann kann er nochmal Spielzeug spielen. Oh. Hier mit dem Triceratops, das geht auf jeden Fall. Level 4 der Kommunikationsfähigkeit erreicht. Leon kann jetzt über eine Party reden, über Lieblingstiere reden und Klopf-Klopf-Witze erzählen. Außerdem kann er Objekte von Flashkarten lernen. Ja, Flashkarten. Jetzt kommt Flash Gordon. So, Frau Mama ist am PC und sie macht Yoga. Ja, warum nicht? Hä? Kannst du mal machen zwischendurch? Frau Oma Kaiser. Muss mal gucken, vielleicht werden wir dann mal Frau Oma Kaiser dann auch öfters mal besuchen als Lausebengel. Wäre doch eine Idee. Gucken wir mal, was wir da veranstalten können. Ah, da kommt Oma Kaiser. Jo, so muss nach Hause. Jo, kein Problem. Auf Wiedersehen, junge Dame. Einen schönen Abend. Naja, ist schon 16 Uhr, 17 Uhr gleich. Jo, auf jeden Fall. Muss die Tabletten nehmen. Kann passieren. Mal sehen, ob sie jetzt einfach hier auflöst oder ob sie darüber geht. Oder, ja, sie löst sich einfach auf. Sie hätte darüber gehen können, die paar Meter. Danke, Sims Wort, zur Zerstörung meiner Illusion. So, er ist dabei, den Türmchen zu bauen, wa? Turm bauen, genau. So, kann man machen. Und da ist er wieder kaputt, der Turm. Was lernt er denn dadurch? Bewegung. Denkfähigkeit. Was muss ich machen, damit sie denken? Spiele mit Flashkarten oder Stapelblöcken oder dem Tablet. Okay. Da macht er jetzt mit den Dingern, aber da passiert dann nichts, wa? 97%. Gute Frage. Und er kriegt langsam Hunger. I am hungry. Oh ja, und Müdigkeit kommt langsam. Okay, Frau Mama.
Es ist sehr schön, dass Sie sehr viel am PC gemacht haben. Sie haben die Hälfte geschafft sogar. Das ist sehr schön. Aber du kannst den Jungen hier mal was zum Essen geben. Was hast du denn da? Mehr Auswahl. Getränk geben ist eine gute Idee. Essen aus Inventar geben. Keine Ahnung, ob ich jetzt was da habe. Was habe ich denn da? Für Vegetarier geeignet. Ja, dann gibst du ihm mal sowas. Was Vegetarisches, ne? Oh, das Lineal hat sogar hier eine Skalierung drinne. Du grüne Neune. Es ist zwar ein bisschen schwammig wie viele Texturen, aber es hat eine Skalierung drinne. Mensch. Bis 25 Zentimeter geht das Ding, ne? Und auf der anderen Seite sind Inches. Ist ja mal krass. Daran haben die sogar auch gedacht. So, will der Junge jetzt nehmen oder nichts nehmen? Ja, sehr schön, dass du mit Triceratops noch spielst. Du solltest aber langsam was essen. Komm mal her, hier. Nachtisch bitte. Nee, Essen bitte. Danke. Essen, ich habe Hunger. Ach, du räumst sogar noch auf. What? Welches Kind räumt denn freiwillig auf? Das ist doch nicht normal. Ja, habe, habe, habe. Ja, gib ihr doch mal was. Komm. Gib ihm doch mal was. Der hat Hunger. Sitzen. Okay. Wird da hoch hier oben. Und dann geht's dann hier rüber. Oh, Papa müsste auch bald nach Hause kommen. Ist gleich 19 Uhr. Was ist jetzt passiert? Lektion Kleinkind. Was ist passiert? Leon ist bloß ein hilfloses Kind. Betreuer und andere Sims des Haushalts müssen sich um ihn kümmern. Hunger. Ja. Müde. Ja, klar, logisch. Ich bin auch dabei. Mensch. Und dann ist da oben noch was kaputt gegangen. Echt geil. Gehaltserhöhung bekommen. Dominik hätte aufgrund seiner herausragenden Arbeitsleistung als leitender Arzt eine Gehaltserhöhung. Sehr schön. So, weil du nach Hause gekommen bist und sowieso angespannt bist, darfst du das hier erstmal reparieren. Danke. Ja, der arme Mann hat keinen Spaß, ne? Oh yeah. So, einmal nach Hause, einmal reparieren. Jetzt müssen wir mal gucken, was hat er denn? Blase, Hunger, Energie, Spaß. Ach, du grüne Neune, denn scheint die Sonne. Wann muss er denn wieder arbeiten? Morgen hat er frei. Okay, sehr gut. Wissen etwas. Ne? Pass auf, wenn du dann da fertig bist, darfst du einmal auf die Toilette. Einmal das mal verwenden. Dann darfst du da was essen. Reste nehmen. Und während du isst, darfst du Musik hören. Elektronisch passt schon. Ist in Ordnung. So, du darfst das hier mal wegräumen. Der Cleo Leon isst erstmal. So, er isst, er isst, er isst. Er ist langsam müde, er ist langsam richtig müde. Das heißt, wir werden ihn gleich mal ins Bett jagen. So, Hunger ist durch, das ist durch. Dann darf Frau Mama Leon mal ins Bett bringen. Leon ins Bett legen, Leon in dem Schlaf lesen. Genau, ich glaube, das ist ein bisschen besser, als wenn wir ihn einfach nur ins Bett legen. Und Schlaf lesen, dann kriegt er noch eine schöne Abendgeschichte. Ja. Wo ist die Frau Mama jetzt hin? Sie ist am Tanzen. Finde ich toll, dass du am Tanzen bist. Du darfst ihn bitte mal hier ins Bett Schlaf lesen. Ja, komm. Also manchmal ist sie etwas wirr. Juhu, so, ab in die Falle mit dir. Blase, warte mal, was müssen wir mal gucken? Oh, Blase. Ja, eigentlich ist es blöd, warte mal. Wir müssen hier erstmal nochmal kurz aufs Töpfchen setzen. Warte mal. Aufs Töpfchen gehen. Dass er das nochmal macht. Ja, es ist 20 Uhr, das ist sau spät.
Na? Kriegst du es hin? Ja, jetzt rennt er. Oh Gott. Jetzt aber rennen. Mach Tempo, wir haben schon so spät. Oh Gott, ey. Der Ärmste. So, Töpfchen. Funktioniert's oder funktioniert's nicht? Schwierig mit dem Töpfchen, ne? Das ist gar nicht so einfach. Er ist schon wieder traurig. Scheint wieder daneben gegangen zu sein, oder was ist los? Albern. Sehr traurig, erschöpft, Energie niedrig. Ja, ich weiß. Ich weiß. Du kommst gleich auch in die Falle. Mutter arbeitet dran. So, jetzt in Schlaf lesen. Jetzt gucken wir mal, ob das jetzt geklappt hat. Komm, Töpfchen. Ah, ja, es funktioniert. Ja! Der Leron wird leer! Ist ja super. Boah. Alter Falter, was für ein Geschäft. Komm. Weiter, los, hopp, mach Düse. So, sie ist schon wieder beim Tanzen, ist ja super. So, wie geht's denn dir? Schauen wir mal ihn währenddessen an. Wo ist er denn? Jo, er könnte mal telefonieren. Er könnte mal telefonieren. Plauder mit, und zwar den Elfen. Elfen bringen immer Glück. Elfe Nummer 1 und Elfe Nummer 2. Plaudern wir mal. Wo ist die andere Elfe? Da sind die beiden Elfen. Ja. Ich hoffe, dass die noch wach sind. Das sieht so aus. Dann kann er noch ein drittes Gespräch machen. Könnte mal zum Beispiel mit mir plaudern. Ne? Wo bin ich denn? Hä? Warum bin ich hier nicht in der Liste schon wieder? Ich bin hier nicht in der Liste drin. Ich krieg manchmal den Föhn. Warum bin ich jetzt hier in der Liste nicht drinne? Ja, mit Herrn Kaiser kann er zum Beispiel quatschen. Schön, dass deine Frau heute hier war. Aber warum ich nicht in der Liste bin, ich verstehe es nicht. So, dann geht die kleine Eidechse pennen, ja? Eidechse müde. Eidechse schläft ein. Und sie ist noch am Lesen. Wie lange liest du denn da noch? Geschichte anhören. Bin vorlesen. Ich würde mal sagen, das reicht. Komm, das ist schon sau spät. 22 Uhr. Ja, gute Nacht. Geht er dann nochmal auf oder was? Schlafen. Ach so. Dafür geht man nochmal extra aus den Federn raus. Sehr spannend. So, du gehst dann hier mal raus. Oh, es ist da wieder was kaputt gegangen. Oh Gott, ey, hier reparieren. Warum geht denn hier in den Haushalt alles kaputt? Ich weiß es nicht. So, dann kannst du ja mit ihm mal ein bisschen quatschen, ein bisschen über Mode scherzen, die Bewunderung ausdrücken. Was kannst du denn noch machen? Das kannst du gleich auch noch machen. Aber erst nachdem du dann den Müll rausgebracht hast. So, das hier mal bitte wegbringen. Und danach kannst du das hier machen. So, wie sieht es denn hier mit der Sozialitäten aus? Sozialitäten sind sehr gut. Dann machen wir hier mal Ende. Du kannst nämlich mit deiner Frau dann gleich auch noch mal ein bisschen quatschen. Ist ja nicht mal so verkehrt, hä? Jo, er freut sich, hä? Das ist schon mal in Ordnung. Energy geht dann bei Ihnen auch langsam, oder? Wie sieht denn die Energy da auch aus? Ja, ist auch so weit, hä? Ja, dass es so langsam so Richtung Falle geht. So, was will. Genau, so, und jetzt geht's da nochmal. Aber. Wie heißt das so schön? Nicht mehr heute, sondern morgen erst mal wieder. In dem Sinne euch alle einen schönen Tag. Ciao, ciao, bye, bye und Cheerio.